Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir die letzte Sidequest abgeschlossen und auch die Unterstützungsgespräche gemacht. Und in diesem Part habe ich etwas zu berichten. Und zwar, ihr seht, ich habe Gaius auf Level 20 gebracht und ich habe Henry, wo bist du, auch auf Level 20 gebracht. Novi ist übrigens schon Level 3 und ich habe Pallen, glaube ich, minimal höher gebracht. Auch so ein bisschen Sumia, also Taja ist, glaube ich, auch gestiegen. Lonzo ist auch ein bisschen gestiegen. Ich habe ein paar Leute mitgenommen, die es gebraucht haben. Die habe ich ein bisschen hochgezogen. Der gute Donald, der ist auch, der hat auch gut was. Für zukünftige Missionen wäre es echt gut, wenn ich den dann mitnehmen könnte. Den würde ich gerne mitnehmen. Der ist fucking stark, obwohl er eine ganz normale Klasse ist. Der zerlegt überraschend gut alles. Der wird, wenn man auch sieht, irgendwie mit den Werten so ein bisschen. Das ist extrem. Ich meine, schaut euch das an mit der Stärke, ne? Na gut, entwickeln wir Gaius weiter, verwenden. Und zwar möchte ich gerne Gaius seinen Assassin machen. Der kann dann Schwerter und Bögen benutzen. Ein Gauner kann Schwerter und Stäbe benutzen. Ich verstehe nicht ganz, warum Stäbe. Aber das haben wir ja bei Anna schon. Aber ich würde trotzdem ganz gerne einen Assassin haben, weil ist irgendwie cool. Mach mal, ja. Ui. Da wird er vom Blitz getroffen. Wie muss man sich das vorstellen? Man schmeißt dieses Ding hoch, wird vom Blitz getroffen und plötzlich hat man eine neue Klasse. Haben wir ein ganzes Studium für irgendwie was abgeschlossen und Training und so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein cooler Dude. Nice Werte auf jeden Fall. Nice Werte. Finde ich gut. Ich trage jeden Mantel, solange du ihn bezahlst. Den habe ich dir bezahlt, mein Guter. Und er kann nun Bögen benutzen, was ich für eine coole Sache halte, weil er dann, wenn wir Novi im Fernkampf benutzen, kann er definitiv dann mitziehen. Ja doch, ich wollte gerade sagen, kannst du keinen Bronzebogen nehmen? Doch, kannst du. Dann gönn dir mal eins. Jetzt gehen wir auf Henry und den entwickeln wir natürlich auch weiter, wollte ich sagen. Komm her, gönn dir dein Meistersiegel, verwenden. Dunkelritter oder Zauberer? Da wir Taja als Dunkelritter haben, würde ich sagen, machen wir ihn zu einem Zauberer, ne? Dunkelmagier mit hoher Magie. Das ist dann wahrscheinlich so sein Ding einfach. Finde ich jetzt. Das wäre ganz gut. Machen wir das. Lass dich auch vom Blitz treffen, Alter. Gib dir, gönn dir das ganze Wissen, was du daraus ziehst. Haust dir voll rein. Ja, yeah, genau so. Gönn dir die geilen Werte. Wo sind sie? Nettes Outfit, glaube ich. Jesus. Die sind nice. Und wenn ich nicht ganz verstehe, warum du Stärke dazu bekommst, aber hey. Das sind trotzdem nice Werte. Das sieht dämlich aus. Gefällt mir. Ah, ich mag Henry. Wie er sich den Arsch ablacht. Großartig. Du kannst nichts Neues mitnehmen, ne? Sondern einfach nur coolere Sachen. Gönn dir ein geiles Nosferatu. Dein Eis ist nämlich fast kaputt, genauso wie Elfenlicht. Also wieder ein Backup. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Jupp. Da sind die jetzt auch mal ein bisschen mitgezogen. Definitiv gut. Ja, Fudi-chan übrigens. Ihr habt mir erzählt, ich kann sie wohl. Ich kann, wenn ich ihr denn einen Zweitsiegel gebe, dann kann sie nochmal zu einem Großmeister werden. Wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Und deswegen würde ich ganz gerne hier mit einem Zweitsiegel tauschen noch. Fuck, warum gehe ich immer hier hin? Damit ich sie dann halt, falls es dann soweit kommt, sie nochmals in die gleiche Klasse mache und quasi das Level nochmal zurücksetze. Ich weiß, sie ist fucking OP. Aber who cares? Ich mag krass starke Einheiten. Mir macht sowas Spaß, okay? Ich muss nicht mit schwachen Einheiten rumrennen. Ich mag es, wenn sie stark sind. Ich brauche nicht unbedingt ein schweres Spiel. Na gut, starten wir die Mission. Söldnerfeste. Trotz und Treue. No. So geht das nicht weiter, Ältester. Wir haben kaum noch genug zu essen. Aber Ihr Anführer war ein General in Valm. Widersetzen wir uns, werden wir sterben. What? Was ist denn hier los? Hey. Wer seid ihr? Hm. Mein Name ist Krom. Der Prinz von Elise. Psst, er könnte uns vielleicht helfen. Right. Ich kann euch hören.
Berichtet mir doch einfach von euren Sorgen und ich sehe, was ich tun kann. Humblest thanks. Oh, hab Dank, mein Prinz. Eilige Neuigkeit, mein Herr. Bewaffnete Truppen nähern sich. Ihr Anführer sagt, er sei Krumm von Elise. Verdammt! Was sucht er hier? Nun, wenn er hier ist, um mich anzuknurren, lasse ich meine eigenen Hunde auf ihn los. What? Ich bin nicht dein Hund, du Abschaum. Nein, nur ein räudiger Köter, der nicht aufhört zu bellen. Aber du wirst dich benehmen und tun, was ich dir sage. Solltest du ihn... Ja, ich weiß. Sollte ich ihn zurückwollen? Hab's nicht vergessen. Und du, Holland? Weißt auch du, wo dein Platz ist, nehme ich an? Ich sehe schon. Wortgewandt wie immer. Du wirst für mich kämpfen. Oder ich werde dir dein faules Mundwerk entzahnen. Klar? Also, der Prinz könnte das Feierleben bei sich haben. Sollte es in meine Hände fallen, gehört der Thron von Elise praktisch mir. Jetzt raus mit euch, tötet alles, was sich bewegt und bringt mir das Emblem. Naja, das war ja eine nette und kurze Introduction. Wo ist die Waifu? Nee, wessen Tochter war das denn jetzt? Ich habe gerade echt keinen Schimmer. Ich suche gerade nach ihr. Das ist ein normaler Dörfler. Ein Donald, wenn man so möchte. Ich wüsste... Ach, da! Da bist du. Severa. Okay. Blonde Haar... Ne, diese Haarfarbe. Wer ist deine Mutter? Wer ist dein Vater? Welcher Vater hatte denn die Haarfarbe da? Ich hab keinen Plan gerade. Bist du... Ne, du bist nicht... Bist du... Ne, Frederiks bist du auch nicht, ne? Ich schau mal gerade kurz durch die Einheiten. Frederik, was hast du für Haare? Wo bist du? Frederik? Hallo? Frederik? Da. Nee, das ist nicht seine Haarfarbe. Ist das dann... Ist das dann... Ist das dann hier Dingens, Tochter? Cordelias und wo ist er denn? Mann. Ich habe seinen Namen vergessen. Warum habe ich seinen Namen gerade vergessen? Ich bin heute zerstreut. Libra, genau. Doch, das sind Libras Haare. Okay, doch. Gut. Kein Thema. Ah, schicken wir dich sofort los. Das ist einfach. Also, ich kann dich schnell einsammeln. So, ich würde mal Sumi und Gaius nach vorne schicken. Ich werde aber auch Pallen und Kellam gerne nach vorne schicken. Das fände ich ganz cool. Das sind dann so, das ist meine Front. Henry und, oder kann ich Donald mitnehmen? Habe ich genug Einheiten dafür? Das wäre der Shit. Fudichan fehlt mir. Ja, dann muss Donald rausfliegen. So. Ja. Machen wir das Ganze so. Henry? Ah, da ist ja. Ja, okay, Henry ist eh ganz in der Nähe. Passt schon. Dann machen wir einfach so. Passt auch. Ja gut. Dann würde ich sagen, kurz speichern. Und jetzt starten wir den Kampf. Yeah. Da scheint die Burg zu sein, von der Dörfler geredet haben. Ich nehme an, nehmen wir ihnen ihre Beute und bringen sie den Dörflern zurück. So viel Leid wegen solch einer Kleinigkeit. Sobald ich habe, weshalb ich hergekommen bin, verschwinde ich von hier. Vielleicht kann ich Holland dazu überreden, mit mir zu kommen. Okay. Gombi! So. Sofort zu ihr. So, ihr beide. Ja, keine Ahnung, was auch immer. Ich meine, da oben. Ja, da kann auch ein bisschen was sein. Da könnten wir auch quasi hingehen. Ah, vielleicht seht ihr hier wirklich mit. Geht mal hier in die Richtung. Das gefällt mir die Idee irgendwie. So, ihr beide. Ist klar, ihr stellt euch direkt hier hin. So, und ihr. Ne, andersrum. Pallen sollte das definitiv überleben. Ja, ich denke schon, dass die das packt. Die sind, Level 6, Berserker. Ist das denn... Ja, ihr packt das auf jeden Fall.
Bei Lonzo bin ich mir ein bisschen unsicher, aber naja gut. Den schicken wir auch mit hoch. Der kriegt das hin. Der kriegt das hin. Natürlich Henry und Taja. Schicke ich euch damit. Schicke ich euch hier mit hoch. In den Trupp. Gefällt mir. Lissa, du gehst mit den anderen hoch, weil wir haben Sumia in der anderen Reihe. Das ist gut so. Das solltet ihr packen, ne? 5 Damage. Ah, der hat einen Hammer. Okay. Hammer ist auch ein bisschen böse. Aber die Trefferchance war richtig niedrig. Und da wurde er zerbissen. Also kein Problem. Okay, Meister, 6 Damage. Aber nur 54 Leben, nur wie es fucking tanky geworden. Und Gaius wird super auf Kritten, weil er Assassin ist. Und Assassins sind dafür bekannt zu Kritten, vor allem wenn sie einen Schnitter haben. Zumindest war das in anderen Fire Emblem-Teilen immer so. Die waren wie Mir und Midon, nur konnten die 2 Arten von Crits haben. Und zwar ein Crit war, nannte sich glaube ich Guillotine, und das war ein Insta-Kill. Egal was war, das war ein Insta-Kill. Sehr, sehr böse. Ja, wusch, schon besser. Ja, hoffe ich auch. Alter, der will Alonso aus der Ferne angreifen. Silberbogen! Uff. Okay, die zieht weiter mit hoch. Die sollten wir einholen können, ne? Vor allem, wenn wir hier oben vielleicht den Weg versperren. Du hast dein Stahlschwert ausgerüstet, ne? Ich hätte mal nachgucken können, ob du ein besseres Schwert haben kannst. Aber du hast eine neue Silberlanze. Ich gebe dir die Silberlanze, weil... Warum nicht? Sollen wir irgendwas riskieren? So. Wie zieht ihr denn hier vor? Ich würde sagen... Kann ich dich... Ja, ich kann dich bestimmt bedenkenlos hier hinschicken. Dich auch. Nee, warte. Ich schicke dich direkt dahinter, weil du aus der Ferne angreifen kannst. Und Pan geht dann fast an die Front. Ah, ist das okay. Kann ich hier den scheiß Assassin nicht killen? Ich kann ihn nicht killen. Nee, weil das ja nicht doubled. Aber sie würde guten Schaden machen, würde aber ein bisschen viel, bisschen zu viel für meinen Geschmack fressen. Ja gut, Lonzo macht das, ne? Sehr schön geblockt und da zerstört. Level up für ihn. Gut so, ist auch ein Level 9. Besser. Ich würde ihn gar nicht so losschicken, wenn ich nicht wüsste, dass er so die beste Einheit von uns quasi in der Kombi hat. So, jetzt. Oh, als ob ich einfach nicht an dich rankomme, ne? Ja, komm. Was hast du ausgerüstet? Elfendonner. Du hast nicht mehr 4 Elfendonner. Nicht schlimm. Ihr seid alle hier gut. Ja, ihr werdet keine Probleme haben und ihr habt den Weg versperrt. Das ist doch schon mal was. So, wie sieht es denn hier aus? Hier könnten wir eigentlich auch wieder aufteilen. Manche gehen hier hoch. Ah, vielleicht sage ich mal, Lonzo geht hier lang. Oder? Machen wir das? Naja, hier, ihr könnt hier lang. Mach mal. Ja, genau. Geh du mal da lang. Und, ihr geht hier so in die Richtung. Das gefällt mir eigentlich. Habt ihr auch ein bisschen was zu tun. So, Lissa bleibt hier stehen. Ja, das ist kein Problem. Darauf habe ich gehofft, weil Novi aus der Ferne angreifen kann. Mensch, die Gute, die wird ja... Das kleine, schwache Team, das ich immer aufgepasst habe, ist ja super stark. Da kann ich mich drauf verlassen. Oh, 14 Damage. Scheiße, du hast es gefressen. Ich meine, gut, du zerstörst ihn jetzt, bis nichts mehr von ihm übrig blieb, aber... Fuck. Du hast den Damage gefressen. Oh, Donnerschwert. Ja, ich merke schon. Palin hatte auch ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Ich muss doch aufpassen, was ich tue. Ah, sie ist durchgerannt. Leck mich doch. Okay, wechseln. Ah, Stab. Ja, du hast eine Heilung, ne? Heilung reicht. Sehr schön. So, Sully. Du gehst hier töten. Ich weiß, Schwert wäre besser gewesen, aber scheiß drauf. Tod ist tot. So, du stellst dich so ein bisschen hier in die Schusslinie. Das solltest du überleben. Das ist jetzt nicht so schlimm.
Okay, hier, hoffentlich gehst du nicht auf, in die Felder rein. Ich werde hier... Ja, komm, ich stelle mich hier hin. Ich heil dich. Thank you. Ja. Das hatte Palen halt nötig. Kann ich dich fressen? Ja, du kannst ihn fressen, aber es ist halt Schaden, den du frisst. Das ist auch nicht so schön. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bedenken, Nuri und Gaius alleine loszuschicken. Als ob er... Als ob Kellermann nicht getroffen hat, ey. I suppose you tried. Und zur Not kann ich immer noch swappen, wenn die zu viel Schaden genommen haben sollten. Hier kann ich nicht einfach so swappen und hier sind halt viele Feinde. Vielleicht... Ich weiß auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die könnten halt doch alle ziemlich stark sein. Ich schau mal nach, wie weit könnt ihr gehen. So, zwei kommen bisher dahin. Kommt der hier auch noch da an? Nee. Nur zwei. Dann bleibt genau da stehen und lasst sie einfach auf euch zukommen. Zwei Gegner, das könnt ihr handeln. Das ist absolut kein Thema. Ja. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Manche haben auch gesagt, ich soll mal gucken. Nee, ist schon okay. Schon okay. Macht einfach. Merk schon, die sind ja alle ein bisschen zäher. Aber die zerstören wir halt trotzdem. Vor allem müsste Taja eigentlich so oder so eine ganze Ecke stärker sein wegen Henry. Weil der jetzt wesentlich... Ja, der macht einfach wesentlich mehr jetzt. Genauso wie Gaius einfach ein viel, viel besserer Support geworden ist. Ah, Lonzo. Oh, fuck me, ey. Schon wieder. Was soll das denn? Palin ist nicht so tanky, wie ich mir wünschen würde, aber sie ist auch nicht so weit wie zum Beispiel Novi. Ja, der macht keinen Schaden. Ich wollte mich trotzdem nicht in die gesamte Mitte stellen, weil... man muss es nicht riskieren. So, die langsam kommen zu lassen und dann solche Werte zu kassieren, das ist mir lieber. Okay, der greift auch aus der Ferne an, ist nicht schlimm. Drei Damage ist kein Thema. Geblockt. What a team. Ja. Schon wieder ein Level-Up für Novi. Fuck. Die wird halt auch immer stärker. So, ich hoffe mal, dass die Kleine nicht doof weiterrennt. Kann ich sie endlich mal einholen? Ja, kann ich. So, wechseln, reden. Was macht dein Kind auf dem Schlachtfeld? Ich bin kein Kind, du hirnverbrannter... Moment, bist du ein feindlicher General? Ich weiß es nicht. Sind wir denn Feinde? Du bist Chrome, oder? Du bist Lucinas Vater. Richtig. Ich nehme an, du bist mit meiner Tochter aus der Zukunft gekommen. Oh, gut. Dann muss ich das Ganze dich noch einmal von vorne erzählen. Seltsam. Ich dachte nicht, dass du so komisch aussiehst. Na, du bist ja ein charmantes Pflänzchen. Charme hin oder her. Wenn du kämpfen kannst, dann bist du bei uns willkommen. Man hat schon besser um mich geworben, aber in dem Fall soll es genügen. Ich kann aber nicht ohne das Schmuckstück gehen, das mir Nelson genommen hat. Wir sind sowieso hier, um gestohlene Ware zurück zu ihren Besitzern zu bringen. Wenn ich dein Schmuckstück mit auf die Liste setze, schließt du dich dann an? Ah, vielleicht. Aber du musst auch noch meinem Freund Holland helfen. Er ist zwar nur ein armer Tölpel, aber hier hat er ganz sicher nichts verloren. Wird er sich überzeugen lassen? Wenn ich mit ihm rede, ja. Hört auf alles, was ich von mir gebe. Außerdem hasst der Nelson genau wie ich. Gib einfach Acht, ihn nicht zu verletzen. Wir werden vorsichtig sein. Oh. Wird sie jetzt... Das ist Holland. Muss ich sie safe dahin geleiten? Ich sollte dem seine Range angucken. Oh. Das klingt super uncool. Das könnte eine Einheit sein, die wir mal echt verkacken können. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das schaffe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Töten wir den mal. Level up für Sully.
Level 14, nice. Ja, töten wir den. Got you covered. Sie wird nämlich jetzt die ganze Zeit weiterlaufen. Das heißt, wir müssen aufpassen, was sie macht. Er gefällt mir nicht. Gib mir ein mulmiges Gefühl. Gib mir ein mulmiges Gefühl. So. Heil du mal wieder, Pallen. Das wäre super. So, ihr beide, ihr könnt das hier erledigen, ne? Boah, 17 Damage, das ist sehr viel. Das ist einfach sehr, sehr viel. Das gefällt mir halt nicht. 7 Damage. Ja, okay. Friss bitte nicht zu viel Schaden. Danke fürs Blocken, Super Keller. It was your time. Ach, komm schon, level up, please. Nein, leck mich. So, er würde ihn töten, ja. Das ist keine Trefferchance. Ich habe aber Angst vor dem Magier. Keine Trefferchance. Ich habe Angst vor dem Magier. Wenn der schon irgendwie mit einem fucking Tomahawk 17 Damage macht. Nicht, dass sie wieder sagt, ne, Fully, du hast nicht aufgepasst. Der hat nicht getroffen. Ja, ich weiß. Oh, er geht auf Pallen, okay. 17, ja, das ist, 17 ist halt echt viel. Das ist okay. Novi klärt das da alles mit Gaius zusammen. Die machen das, die beiden. Voll zerschnetzelt. Alter, Novi, ey, das Wachstum. Hm, der will sterben. Have some death. Oh Gott, die beiden, das Magier-Duo, die werden auch alle irgendwie einfach nur vernichten. Ich sehe schon. Okay, du gehst halt immer mehr in gefährlichere Gefilde. Hm. Ja, komm, Novi, du kannst angreifen. Oder steh einfach hier. Ist auch gut. Töte ihn. Bisschen schneller, wäre aber schön. Lass dich den ganzen Tag zum Fressen. Who do you think I am? Bist du Kamina? Bist nicht Kamina. Kamina war männlich. Hm. Okay. Ah, das stimmt nicht. Den Magier kill ich dann mit Lonzu. Ah, please kill him. Du kannst ja fucking Stahlschwert benutzen. Alles gut. Not half bad. Hoffe ich doch. Okay, hier ist erstmal alles safe. So, Sully darf sich jetzt hier den Spaß gönnen. Das ist eigentlich echt uncool. Ha. Huh. Henry und Taja können auch direkt hier hin. Sie ist nämlich sehr, sehr schnell sonst hier bei den Gegnern. Das gefällt mir halt gar nicht. Mit dem Langspeer. Du killst ihn nicht? Aber du machst genug Schaden. Das gefällt mir. Oh, ja, okay, du killst ihn doch. Ja, da habe ich mindestens ein bisschen was. Hier. Die Ecke ist böse, die Ecke ist böse. Na, es sind drei Gegner. Wenn sie da direkt voll reinstürmt, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Kann ich, habe ich eine Rettung dabei? Ich habe keine Rettung dabei. Ah, auch nicht gut. Hör, was mache ich denn mit dir jetzt? Geh du mal auf die andere Seite und hilf Novi. Okay, der geht auf, achso, ja, sie bewegt sich danach, richtig. Sie bewegt sich nach den Gegnern, alles gut. Where should I stab ya? Ich vergesse manchmal die Reihenfolge, wie die Leute ziehen. Aber ja, jetzt kann sie gedankenlos loslaufen. Die werden nämlich jetzt alle angreifen und sterben. Der Kumpel von ihr, sollte dann kein Problem machen, hoffe ich mal. Wenn sie da alleine loszieht. Was ja richtig dumm wäre, ist, wenn sie ihn töten würde. Aber das wäre bescheuert.
Weil irgendwie war angedeutet von wegen, ja, eskortiere mich hauptsächlich dahin. Donnerschwert. Pff, gegen den Drachen. Ja, das ist ein Drache, Alter. Ja. Fast Level up schon wieder. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal nicht, dass Chrom mit dir reden kann, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Komm hier. Ich weiß nicht, ob hier Verstärkung rauskommen kann aus den Treppen. Wäre nicht verkehrt. Ich hätte echt nichts dagegen, wenn Verstärkung käme. Ah, warte, ich hätte eigentlich Novi zu dem einen hinschicken sollen. Ist hier Boss eigentlich, Info? Nee, warte. Boss besiegen. Yep. Kommt der Boss zu mir? Nö, der hat keinen Range dafür. Gut. Dann, du hast auch nichts, ne? Nee. Da warten wir einfach. Novi macht den Rest. Die ist jetzt fucking OP. Better Nerf. Friss das, yeah. Fantastisch. Diese Level-Ups einfach nur. Kriegst du noch eins? I got you. Und der crittet halt auch nur. Ich weiß, er hat den Schnitt, aber er crittet trotzdem nur. Du machst echt kleine Schritte. Naja, gut. Alle down. Krass. Das haben wir halt echt sehr schnell erledigt hier. Ich hoffe, du redest mit dem Dude. So, knacken wir die Truhe. Oh, geil. Ja, sie redet mit den... Holland? Severa, was tust du hier? Wenn er merkt, dass du nicht auf deinem Posten bist? Schau ja, Holland. Du wirst mit mir kommen. Severa, ich kann nicht. Das weißt du. Ich habe eine Frau, die verhungern wird, wenn ich nicht für Nelson arbeite. Ich weiß, dass es Blutgeld ist, aber... Deine Frau ist schwanger? Holland, hast du das gewusst? Natürlich weiß ich das. Das geht dich überhaupt nichts an. Liebst du dein Kind, Holland? Liebst du deine Frau? Natürlich tue ich das. Dann hör auf, nach Ausreden zu suchen. Ich weiß, dass Eltern alles für ihre Kinder tun würden. Aber ich weiß auch, wie es sich für ein Kind anfühlt, wenn es seine Eltern verliert. In dieser Welt gibt es viel zu viele Kinder, die das durchmachen mussten. Wenn du bleibst, wirst du sterben. Dein Kind hat Besseres verdient. Severa, das wusste ich nicht. Tut mir leid, das muss hart für dich gewesen sein. Du hast recht, mein Kind verdient was Besseres. Hauen wir hier ab. Wirklich? Ja, wirklich. Aber wir müssen uns beeilen. Ah. Neue Enemies. Nice. Verschanz dich mal hier. Das wäre ja super dumm, wenn er jetzt welche noch... Wenn er welche spawnen. Ich habe ein wenig geübt, aber jetzt bin ich total verschwitzt. Ich hasse üben. Hier ist eine richtige Zundere. Ich glaube, ich nenne den Part, wir haben eine neue Zundere im Team. So. Ja, warte, wechseln wir lieber. Warten wir. Ah, wen kannst du killen? Du kannst ihn hier wahrscheinlich killen. Aber nicht da, sondern mach das so. Ja, friss ihn. Der Damage ist extrem, aber macht trotzdem... Mach ihn kalt. Nice. Level 28. Bald kann ich dich auch einmal zurücksetzen. Was mache ich mit Chrom? Ah, Lonzo braucht ein paar Kills. Lonzo? Kill? Ja, mache ich. Er könnte durchaus... Ja, okay. Fudi-chan hat alles geklärt. Lonzo hat ein Level-Up. Nice. Bist du Level 10 mal endlich. Da... Du hast, ich habe einfach ein bisschen Pech mit dir und den Werten, oder? Ich meine, manche Werte sind natürlich absolut nicht, da kann ich mich nicht beschweren, ne? Absolut nicht, aber bei manchen anderen... Chrom kann auch ein bisschen noch kämpfen.
Well fought. Lissa, kannst du ihn erledigen? Kannst du. Aber du kriegst einen Tomahawk voll in die Fresse. Wahrscheinlich. Ja, sag ich ja, du kriegst einen Tomahawk voll in die Fresse. Und das war's. Nice. Spawn neue nach? Nö. Ja gut, gehe zur Tür. Machen wir noch eine Zugpause. Sumia, du kannst Lissa heilen für die Erfahrungspunkte. So, Heilung. Lach nicht so doof, Lissa. Hehe. So, wechseln, Tür, knack. Ah. Komm schon. Truhe. Weg damit. So, wen schicke ich zum Boss? Lonzo schicke ich zum Boss. Und Palen. Ihr beide braucht das irgendwie. Ihr beide braucht einfach nur ein bisschen was. Vor allem Lonzo ist ein bisschen... Ich bin ein bisschen enttäuscht von Lonzos Werten. Was nicht allzu schlimm ist, aber hey. Sumia fliegt einfach mal mit. So, rennen. Wir sind fast da. Ich zieh das hier noch durch. Ich mach das. Das ist eine sehr, sehr kurze Mission eigentlich. So, Lonzo, was machst du eigentlich für Damage bei ihm? Du machst ihn kalt. Dann gönn dir einfach. Du machst ihn einfach sowas von kalt. Was tun diese nutzlosen Trottel? Schnappt sie euch! Los, haltet sie auf! Nein, wir sterben. Guck mal, wie er sich bereit macht. Bam! Ja, tot. Mein Thron! Mein Imperium! Na, das ist ein Level-Up verdient. Talisman. Weg damit. Geist und Novi. Ja, die waren halt sehr stark. Ihr habt das Dorf vor dem Hungertod bewahrt. Ihr seid ein wahrer Held, Herr. Ja, hier ist es. Ist das ein Ring? Das ist mein Ring. Und jetzt bitte auf, ihn so lüstern anzustarren. Der Ring ist mir das Wertvollste in der Welt. Nelson, diese Ratte, hat ihn mir eines Nachts gestohlen, während ich schlief. Es freut mich sehr, dass du ihn wieder hast. Zundere. Zundere. Ich wusste es. Ha, du schon wieder. Was willst du von mir? Ich wollte mich nur für deine Hilfe bedanken. Du hast dich tapfer geschlagen. Severa. Mein Name ist Severa. Er passt zu dir. Oh, mein Name lautet Cordelia. Ich weiß. Ja, das ist... Entschuldige. Habe ich mich bereits vorgestellt? Muss wohl so sein, wenn ich deinen Namen kenne. Oh, Götter. Ich verstehe. Nun, jedenfalls, danke, Severa. Fine. Das sagtest du bereits. Backer. Es ist ja nicht so, als hätte ich etwas Besonderes getan. Oh, so eine Zundere. Ich habe nur gekämpft, damit ich zurückholen kann, was mir gehört. Yes. Meinst du diesen Ring? Oh, meine Güte. Er sieht genauso aus wie... Ah ja, das würde erklären, wieso du meinen Namen kennst. Du bist eine Freundin von Lucina, oder? Und du bist meine Tochter. Richtig? Einsam? Was hast du gesagt? Ich dachte, du wärst einsam, also bin ich den ganzen Weg hergekommen. Oh, und bitte sehr. Das ist sehr nett von dir. Mach dich nicht über mich lustig. Es ist ja sowieso alles egal. Wie kannst du so etwas sagen? Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Warum hast du mich dann verlassen? Du hast gesagt, du gehst fort, um für etwas zu kämpfen, was dir wirklich wichtig ist. Danach habe ich dich niemals wieder gesehen. Krumm war dir wichtiger als ich. Severa, ich kann nicht für mein zukünftiges Ich sprechen, das weißt du. Aber als ich sagte, ich müsste für etwas Wichtiges kämpfen, meinte ich sicher dich. Mir wäre nichts wichtiger als eine Welt, in der du glücklich aufwachsen kannst. Zumindest ist das, was mir im Moment am wichtigsten erscheint. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Oh Götter. Ich meine, natürlich weiß ich das, aber... Tut mir leid, dass ich dir keine bessere Mutter sein konnte. Sag das nicht. Du bist die beste Mutter der Welt. Und die glücklichste, wie es scheint. Oh Mann, ich hab dich so vermisst.
Tut mir leid, dass ich so gemein war. Ich wollte dich nur nicht erneut verlieren. Sprich mir, dass du nicht wieder gehst. Ich verspreche es. Oh. Gut. Ich würde sagen, die Unterstützungsgespräche machen wir beim nächsten Mal. Ich habe ja schon ein bisschen überzogen. Seid mir dankbar dafür. Ich wäre danke, Fully. Nein, Spaß beiseite. Gut, beim nächsten Mal machen wir dann logischerweise... Warte, welche Sidequest ist das? Ist das hier 11? Das ist 11, gut. Beim nächsten Mal machen wir Sidequest 11 und dann sind wir ja fast durch mit den Sidequests. Meine Güte. Ja, die Unterstützungsgespräche. Ach ja. Ja gut, speichern wir eine Runde. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.